Er hat ein anderes Talent, wo er viel, viel mehr Erfolg hat, nämlich er verkauft auch Bücher. Er schreibt Bücher und verkauft die. Ne? Welche Bücher haben wir da, Seifenstein? Majestät, das Buch heißt Auch Sieger haben Angst. Ja, da stellt sich natürlich dem Leser die Frage, woher will er das wissen, nicht? Also Angst hat er sicher. Das ist so gemein. Ja. Ja, das, also... Kärntner weinen gern, gell? Aber noch mal. Das restliche Volk Österreich sollte doch froh sein, dass es uns Kärntner gibt. Sonst war ja irgendjemand anders der Depp. Ja, und die sonst... Burgenlandler, die sind auch sicher auch. Ja, eben. Also, nehmen wir es einfach, wie es ist. Ja. Ja? Wir brauchen ein Geld, Hassinger, deswegen ist er ja da, nicht? Na, ich war nichts mit. Ja, wer kann es uns dann überweisen? Also, wir haben keine Kosten und Mühen gescheit und nachdem wir eine Million brauchen, brauchen wir keine 100 Euro, 500 Euro oder irgendwas anderes. Wir brauchen nur die Millionenfrage. Okay. Seifenstein. Vormärz. Ja, also, er wird jetzt eine Frage überreicht bekommen, ja? Mhm. Und die liest uns vor, wir haben für den Soundeffekt und den Lichteffekt gesorgt. Ja? Diese damit Frage... das Ganze so authentisch wie möglich ist. Ne? Also, Frage sind... Super, ja. Ja. Also mal den dramatischen Soundeffekt. Dramatisch. Ne? Mhm. Ja? 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 Dramatisch. Ja, das ist dramatisch, wie wir gesagt haben. Da ist ein Lichteffekt noch dazu. Ja. Mit welchem Lied war ich 4 Wochen lang in den österreichischen Charts? A. Hände vor, Außenski, Gas. Oder B. Hände hoch, Außengas, Ski. C. Skigas, Vorhand, Außen. Oder D. Handgas, Außenski, hoch. Das ist eine Fangfrage. Bisschen. Erstens einmal, der kann ja nicht singen. Ne? Und das können einmal... andere auch nicht, das ist wurscht. Oder glaubst du, Hansi? Achso, nein. Oder glauben Eure Majestät? Der Hansi kann's. Wir haben schon geglaubt, er kratzt die Kurven immer. Muss einmal ganz schwer verletzt gewesen sein. Majestät müssen dem gemeinen Volk einfach mehr zutrauen. Ja. Majestät. Ja, wir lieben unser Volk, aber ja, den Publikumsjoker werden wir jetzt nicht einsetzen. Wir haben ja gesehen, was rauskommt, wenn man das Volk wählen lässt beim letzten Mal. Ne? Das ist ja furchtbar. 50-50-Joker, den werden wir auch. Das macht. Assinger, ruhig, man, wir reden heute der Debatten. Das Geld nicht so dringend brauchen täten für eine Massage, wäre er schon rausgeflogen. Also, 50-50 Joker können wir auch nicht brauchen, wir brauchen die ganze Million. Da bleibt nur mehr der Telefonjoker über. Seifenstein, ruf uns den Telefonjoker an. Zu Befehl, weißt du? Seifenstein! Hallo? Hallo und herzlich willkommen. Sie sind in der kaiserlichen Millionenshow. Oh, so eine Überraschung. Bei welcher Stufe steht seine Majestät? Was für eine Frage, natürlich bei der Million. Ach so. Sie haben nur 30 Sekunden Zeit, die Frage zu stellen. Majestät? Das war furchtbar. Ach so. Antwort A, B oder C oder D. Könnten Sie das noch einmal wiederholen? A, B, C, D. A. Sind Sie sich sicher, sei verstanden? Ja, Majestät. Die Antwort lautet A. Sicher. Sicher. Also...
Jetzt geht das wieder los. Also. Jetzt geht das wieder los. Also, macht das immer verrückt. Also, es ist nicht die Antwort D und C ist es auch nicht. So, weil wir sind ja kein D, sondern B kann, könnte es sein, aber. Ich bin beeindruckt. Assinger, stimmt das jetzt oder nicht? Majestät, Eure Majestät, wissen, dass man solche schwerwiegenden Entscheidungen nicht so treffen kann. Gut Ding braucht eben Weile. Assinger. Überhaupt dann, wenn es eigentlich um etwas so Profanes wie Massagegeld geht. Assinger. Wir nehmen gleich die Ski, die Sie uns gebraucht haben, und Sie kriegen das über den Schädel. Bitte nicht. Wenn Sie weiterhin unsere Geduld auf die Probe stellen, dann lassen wir Sie die Streif runterfahren, die Mausefalle, aber im Sommer zu einem Leiterwagen ohne Bremsen. Mit Verlaub. Was stimmt jetzt, Assinger? Mit Verlaub. Wir brauchen die Million, Assinger. Richtig ist es. Normal kriegt dann der Moderator immer ein Küsschen. Seifelstein, schmeißen Sie am Außen, wir können nicht mehr. Schmeißen Sie am Außen. Herr Assinger, vielen herzlichen Dank fürs Kommen.